die Guldenschlucht. 400 Meter lang, 80 Höhenmeter. Eiszeit und Wassererosion formte die Buntsandsteinfelsen zu kunstvollen Gebilden. Die hohe Luftfeuchtigkeit führt zu einer einzigartigen Vegetation. Hier wächst die seltene Mondviole. Pferde sind ein fester Bestandteil von Leben und Freizeit in Zweibrücken. Das Gestüt Birkhausen wurde ehemals als Außenstation für das Landgestüt Zweibrücken gebaut. Erfrischung beim Wandern finden Sie in typischen Wanderhütten. Genießen zu moderaten Preisen, in zwangloser Atmosphäre und mitten in der Natur. Freie Sicht auf sanft geschwungene Hügel, das Markenzeichen unserer Wanderwege. Eine historisch besondere Station auf dem Jakobspilgerweg, ausgezeichnet durch den Muschelstein, ist unter anderem die geheimnisträchtige Burgruine Erbusch. Das barocke Gartendenkmal Schifflig im Naherholungsgebiet Fasanerie lädt zum Flanieren ein. Früher war es königlicher Sommersitz und Kurbrunnenanlage, heute befindet sich hier das Romantikhotel Landschloss Fasanerie. Die gesamte Anlage mit Kneippbecken, Wildrosengarten und Kinderspielplatz liegt im Fasaneriewald. Herzog Christian IV. Hat den Wald mit einer Mauer einfassen lassen. Die Mauer und der alte Baumbestand zeugen von der langen Geschichte unseres Naherholungsgebietes. Unsere Sehenswürdigkeiten sind durch das 170 Kilometer lange Wanderwegenetz miteinander verbunden. Entdecken Sie auf 22 Rundwegen in 8 Teilgebieten in und um die Stadt Zweibrücken geheimnisvolle Plätze, urige Hütten, kühles Nass und die steinigen Zeugen der Vergangenheit.